Hallo, da komme ich ins Bild gefahren. Aha. Herzlich willkommen heute am Dienstag bei The Nosy Rosy. Und heute ist ein ganz spezieller Tag. Und wisst ihr warum? Nein? Doch, ja. Cassandra hat heute Geburtstag. Also liebe Cassandra, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich wünsche dir alles, was du dir wünschst. Und hab einen schönen Tag. Ja, ich wollte nur noch mal sagen, du bist also wirklich eine Riesenbereicherung für The Nosy Rosy und ich kann, glaube ich, im Namen von allen sprechen. Wir sind verdammt froh, dass du dabei bist. Also, Grüße von Potsdam nach, jetzt habe ich den Namen vergessen. Grüße von Potsdam zu dir. Ja, das musste noch mal gesagt werden. So, jetzt kommen wir aber zum Thema. Und das Thema heute ist ja, wie und was sage ich, wenn ich mich verliebt habe? Na, ich würde mal sagen, zuerst ist man sprachlos, wenn man sich so richtig verliebt hat. Aber ja. Ja, was macht man da? Erstmal ist die Frage, in wen hat man sich denn verliebt? Eben, da ist ja die Frage, wie Cassandra auch schon gesagt hat, ist die Person jetzt hetero oder ist die Person lesbisch oder was auch immer. Und um das rauszufinden, fand ich jetzt eine gute Sache, was Cassandra gesagt hat, dass man einfach mal fragt, ja und, hast du denn einen Freund und so? Weil ich glaube, wenn man die Frage stellt, da kommt man ziemlich schnell mal da drauf. Ja, und dann kommt es natürlich noch drauf an, ob ihr eher schüchtern seid oder ob ihr da so ziemlich mutig seid, wie Cassandra. Also wenn ich mich da mal beurteilen würde, also bei mir ist auch, auf einer Party trinkt man halt ein bisschen was. Und ich finde, ich muss mich immer so ein bisschen anklimatisieren an die Situation. Also wenn ich da erstmal so reinlaufe und dann ist die Person in dem Raum, dann bin ich erstmal ziemlich aufgeregt und aber irgendwie, also ich denke mal, das funktioniert sogar auch ohne Alkohol, dass man sich einfach mal in den Raum begibt und da erstmal ein Weilchen bleibt, so erstmal sich zurechtfindet, mal ein bisschen die Lage abcheckt und so. Und dann wird man, ich glaube, automatisch ein bisschen ruhiger. Naja, und wenn dann die Stimmung noch gut ist und so, na, dann kann es doch losgehen. Dann kann man doch jemanden ansprechen. Also, es kommt natürlich darauf an, wo man diejenige kennenlernt, also bei einer Party spricht man vielleicht nochmal schneller jemanden an und sonst so draußen, also auf der Straße, da ist es dann vielleicht ein bisschen schwieriger, weil man da erstmal so ein bisschen vielleicht ein Gespräch anwendeln muss. Aber vielleicht lernt man ja auch jemanden in der Schule kennen oder in einem Kurs oder in einem Verein und so. Und da gibt es doch dann immer Möglichkeiten, vielleicht irgendwie ins Gespräch zu kommen. Wenn man sich nicht traut, die face-to-face zu fragen, na, hättest du mal Lust, mit mir was zu unternehmen? Oder hättest du mal Lust, mit mir einen Kaffee trinken zu gehen oder so? Naja, es gibt heutzutage so viele Kommunikationsmöglichkeiten. Zum Beispiel haben wir ja Facebook, SMS, kleine Textnachrichten. Da muss man aber erstmal die Nummer kriegen. Aber die kann man vielleicht irgendwie erfragen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, einen Brief zu schreiben und so kann man das natürlich auch machen. Was natürlich ist, dann ist immer die Anspannung sehr groß, bis dann endlich mal eine Antwort kommt. Also wenn man das direkt macht, dann kriegt man die Antwort gleich, dann muss man nicht so leiden. Aber ja, also auf jeden Fall gibt es da eigentlich ziemlich viele Wege. Ja, und dann kommt es drauf an, was ist die Reaktion von der Person? Die Reaktion kann ja sagen, ja gut, ja gerne, ich gehe gerne mal mit dir einen Kaffee trinken oder so. Und genauso unkompliziert wie die Person dazu gesagt hat, sollte man auch dann beim Treffen sein. Und wenn ihr euch entschieden habt, da hinzugehen, dann ist das schon mal viel wert, weil es kommt meistens ganz anders, als ihr euch das vorgestellt habt. Also wenn ich zum Beispiel zu manchen Sachen nicht hingegangen bin, habe ich mich nachher furchtbar über mich geärgert, dass ich nicht hingegangen bin. Und weil wenn du nicht hingehst, wenn du nicht reingehst,
in eine Situation, dann weißt du auch nie, was dabei rausgekommen wäre. Und das nagt dann immer an einem rum und ach, hätte ich nur und wäre ich nur. Na, es ist doch besser, wenn man sagen, ich habe das gemacht und es war toll oder es war scheiße, aber zumindest weiß man das dann. Ja, was macht man, wenn man eine Abfuhr kriegt? Ja, dann geht man halt wieder. Es ist nicht leicht und das wird einen auch, das ist sicher nicht so, dass einen das nicht berührt oder so. Aber zumindest weiß man, wie man die Lage einzuschätzen hat. Und es gibt natürlich auch so Ansagen von Leuten, die irgendwie gar nichts richtig sagen, sondern die einem eigentlich genauso im Ungewissen lassen, als hätten sie jetzt gar nichts dazu gesagt. Zum Beispiel eben, wenn jemand sagt, ja, also ich finde dich irgendwie total nett und so, aber im Moment kann ich leider nicht. Und fragt man vielleicht, ja, hast du denn einen Freund oder eine Freundin? So, nein, nein, aber ach, ich bin manchmal sehr kompliziert. Also sind eigentlich alles eher manchmal, meiner Meinung nach, sind das alles eher oft Ausreden, weil der andere möchte einen ja nicht so direkt verletzen mit einem klaren Nein. Aber manchmal ist sowas fast besser, als wenn man um den Ball herumredet, dem anderen Hoffnung macht und ja, und dann erst später dann sagt, nein, ich will nichts. Ja, und dann wollte ich mich noch bedanken für die lieben Kommentare. Ich bin mittlerweile wieder gesund und munter. Dank euren Wünschen, Genesungswünschen. Und ja, und dann habe ich noch gesehen, in unserem Forum sind einige Themenvorschläge reingekommen. So, wir gucken uns das auf jeden Fall an. Also nicht, dass ihr denkt, ihr schreibt da irgendwas rein und wir beachten das gar nicht. Wir lesen uns das durch. Und bringen diese Themen auch in den nächsten Wochen. Werden wir uns darum kümmern. So, dann wünsche ich euch eine weitere schöne Woche. Ich bin gespannt auf die nächsten Beiträge und macht es gut. Und ich freue mich wirklich über eure Kommentare. Ich freue mich über jeden Einzelnen. Also schreibt es fleißig und ja, kommt gut durch die Woche. Ja, tschüss.